Hallo und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Session der Tolino Story Days. Mein Name ist Julia und ihr findet mich online unter Miss Foxy Reads. Und in dem letzten Podcast für heute spreche ich mit meinen drei Gästen über das Thema Social Media. Genauer gesagt um den Wandel, den Social Media in den letzten Monaten vollzogen hat und damit auch über die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch für AutorInnen, BookfluencerInnen und LeserInnen eröffnen. Jetzt stelle ich euch aber erstmal meine drei Gäste vor. Das ist einmal Christoph Hadebusch. Sein Interesse für Geschichte und Fantasy führte ihn zum Schreiben und seit seinem Erfolgsdebüt Die Trolle ist er hauptberuflich als Autor unterwegs. Seitdem folgten unzählige Bücher aus dem Bereich Fantasy und außerdem spielt Christoph sehr gerne Pen and Paper. Nicht verwunderlich also, dass man ihn online nicht nur als Autor findet, sondern unter dem Namen Franigo Rolls auch als Pen and Paper Game Master. Mein zweiter Gast ist Lea Kaib. Sie ist euch vielleicht unter dem Namen Librarium bekannt. Unter diesem Namen bloggt sie schon seit 2014 und seit Ende 2018 auch als Vollzeit-Content-Creatorin. Auf ihrem Social-Media-Kanal oder auf ihren Social-Media-Kanälen stellt sie Bücher, Filme, Serien und anderes nerdiges Zeug vor. Außerdem ist Lea Autorin und hat im August 2021 ihr Debüt Love with Pride veröffentlicht. Mikkel Robran ist mein dritter Gast. Er ist seit vielen Jahren in der Gaming-Branche tätig. Unter anderem war er Teil von Pizmeet und ist heute noch Mitorganisator von Friendly Fire. Da ihm Videospiele nach eigenen Aussagen alleine jedoch zu langweilig sind, ist er außerdem Mobshüter und schreibt Bücher. Und der dritte Teil seiner Science of Magic-Trilogie ist übrigens auch erst vor wenigen Tagen erschienen. Hallo ihr drei und schön, dass ihr alle da seid. Hi. Hallo, vielen Dank. Genau, ich starte direkt mal mit meiner ersten Frage, die ich gerne Chris stellen möchte. Chris, du schreibst und veröffentlichst seit vielen Jahren Bücher. Dein Debüt Die Trolle ist 2006 erschienen und seitdem hat sich, was so Social Media angeht, ja eine ganze Menge getan. Um mal so einen Vergleich zu ziehen, Instagram wurde 2010 gegründet, also einige Jahre nach deinem Debüt. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat das auf deine Arbeit als Autor und auf deinen Kontakt mit deinen Fans? Also die Veränderung ist schon sehr deutlich und die Nutzung von Social Media hat die ganze Zeit natürlich auch zugenommen. Es gibt auch mehr Plattformen inzwischen, auch die auch unterschiedlich gewichtet sind. Und für mich war das am Anfang, ich habe halt meine Social Media Accounts gehabt. Ich habe, glaube ich, Twitter 2009 gestartet, Facebook war vorher schon. Und da hatte man dann plötzlich die Option, mit Menschen, die Bücher lesen, direkt in Kontakt zu treten. Ja, davor war man halt erstmal Leserbriefe und so weiter oder E-Mails, aber das war immer nur sehr wenig. Und mit den Social Media direkten Kontakten konnte man das Feedback direkt bekommen, konnte diskutieren, man konnte Kollegen, Kolleginnen treffen, sich austauschen. Das hat sich schon extrem stark verändert. Ich meine, für die meisten anderen Menschen natürlich auch, aber es hat also meine Arbeit definitiv beeinflusst, auch weil man nicht mehr so ganz dieses klassische, man sitzt alleine zu Hause und schreibt hat, sondern man kann tatsächlich mit Leuten in Kontakt treten. Recherche geht einfacher, man kann einfacher Leute finden, die Experten, Expertinnen für eine Sache sind. Man kann sich mit Kolleginnen austauschen. Also das ist schon eine deutliche Verbesserung, was so meinen Arbeitsalltag angeht. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich würde direkt mal das Wort weiter an Lea geben. Lea, ich habe es eben schon gesagt, du bist schon super lange als Content Creator auf Social Media unterwegs und du bespielst ja auch wirklich viele Kanäle. Du hast Instagram, TikTok, du bist auf YouTube und auf Twitch unterwegs. Genau, also sehr, sehr vielseitig. Würdest du denn sagen, dass du pro Kanal andere Zielgruppen hast und wie schaffst du es, die auch wirklich alle kanalspezifisch abzuholen? Also die Zielgruppe ändert sich tatsächlich nur minimal bei mir. Ich würde schon irgendwie sagen, dass es meistens ja nerdige Menschen sind, die eben ähnliche Interessen haben wie ich. Aber ja, ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass die Leute eine Plattform bevorzugen und die andere eher weniger. Also ich habe tatsächlich auch FollowerInnen, die sagen, TikTok ist gar nicht meins und deswegen hatten sie ganz lange kein TikTok und jetzt haben sie alle TikTok, weil sie halt gesehen haben, so okay, da gibt es Content, den ich halt sonst nirgendwo produziere. Also es hat auch ein bisschen was mit Exklusivität zu tun, glaube ich, um die Leute da ranzuholen, ja. Genau, das wäre nämlich so ein bisschen meine Anschlussfrage, ob du da auch anderen Content bringst oder ob es auch Content gibt, den du auf mehreren Plattformen ausspielst. Ja, also ich versuche halt schon ein bisschen unterschiedliche Sachen zu machen. Aber
ich versuche auch, die Leute überall so ein bisschen abzuholen. Ne? Also wenn ich auf YouTube ein neues Video hochlade, dann mache ich immer dazu auf Instagram einen Post, natürlich mit einem anderen Bild, um den Leuten halt so ein bisschen zu erzählen, was in dem Video passiert, um sie mitzunehmen und zu verweisen, guck doch da mal rein und das passiert da, du kannst sogar was gewinnen, oh mein Gott. Und ja, gerade auf TikTok mache ich doch noch sehr anderen Content, einfach weil man da andere Möglichkeiten hat. Also ich nutze die Plattform so, wie man sie gut gebrauchen kann. Mhm. Aber manchmal poste ich ein TikTok auch als Instagram Reel oder ein Instagram Reel als TikTok oder vielleicht sogar als YouTube Short. Na, also sowas, finde ich, kann man gut crossmedial nutzen. Aber ja, man muss einfach schauen, was die Plattform bietet und wie man sie gut ausreizen kann, sage ich mal. Das hast du gut gesagt, da stimme ich dir absolut zu. Genau, und Mikkel, jetzt meine Frage an dich. Wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, kann man wirklich eigentlich schon sagen, dass du auf Twitch sehr zu Hause bist? Die Plattform verbindet man ja auf den ersten Blick auch viel mit Gaming. Würdest du aber auch sagen, dass dort AutorInnen erfolgreich sein können oder vielleicht auch LeserInnen vieles finden können, was sie anspricht? Also hat Twitch Potenzial für Literatur? Auf jeden Fall. Also wir haben es ja vor allem dann in der Corona-Pandemie gesehen, wo dann Lesungen plötzlich nicht mehr möglich war, wo vieles ins Internet gewandert ist. Und ich glaube, wenn man in dem Bereich Fantasy unterwegs ist, sei es jetzt als LeserInnen oder AutorInnen, ist Twitch eine super spannende Plattform, weil du hast eine riesen Zielgruppe an Leuten, die grundsätzlich erstmal Bock auf Fantastik haben. Also vordergründig vielleicht erstmal Videospiele, aber wenn du denen sagst, ey, das gibt es auch manchmal als Buch vielleicht, so gedruckt auf Seiten und so, und die so ein bisschen drauf stößt, weil ich glaube, das sind nicht unbedingt immer die Leute, die irgendwie einmal die Woche in die Buchhandlung gehen und gucken, was es da Neues gibt, sondern die muss man irgendwie anders abholen. Und für die Zielgruppe ist Twitch super spannend, glaube ich, ja. Würdest du sagen, das funktioniert auch für andere Zielgruppen? Oder gibt es da auch ungenutztes Potenzial, was gerade von anderen Genres nicht genutzt wird? Ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube, man muss erstmal auch ein bisschen immer Arbeit investieren und sowas aufbauen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, oder ich weiß, dass zum Beispiel im Bereich Romance TikTok gerade super stark ist, während ich als Fantasy-Autor eher das Gefühl habe, ich erreiche da nicht unbedingt die Leute, die ich erreichen möchte. Die sind dann eher auf Twitch unterwegs. Und ich glaube, da muss man immer abwägen. Also grundsätzlich finde ich Twitch für Livestreaming super spannende Plattform. Mittlerweile gibt es da ja auch Sport, Musik, irgendwelche Events, also alles Mögliche. Also Twitch ist ja mittlerweile viel mehr als Gaming. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel die Tolino Story Days sich da super streamen lassen würden grundsätzlich. Oh ja, das stimmt. Habe ich fast auch schon dran gedacht. An alle HörerInnen da draußen, ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr als AutorIn hier seid oder als LeserIn und auch vielleicht, welche Genres ihr gerne liest oder in welchen Genres ihr unterwegs seid. Also ich beobachte einfach ein bisschen den Chat und dann können wir da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und gerne auch, ob ihr schon Erfahrungen mit Twitch habt. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Ich bin da sehr gespannt. Genau, danke auf jeden Fall für deinen Eindruck, Mikkel. Bist du aktuell auch als Autor auf Twitch unterwegs? Machst du dir das gerade nutzbar? Ganz, ganz selten. Also ich betreibe meinen Twitch-Kanal mit einem Kollegen zusammen und wir machen da viel Quatsch rund um den ESC zum Beispiel sehr gerne, gucken uns Wetten, das live zusammen an. Aber Bücher sind da auch immer ein Thema, weil unsere Community einfach weiß, dass ich schreibe. Ich habe die Bücher bei mir im Hintergrund stehen. Oft gibt es auch irgendwie Bücher zu gewinnen. Also ich versuche die Leute auch immer ein bisschen drauf zu stoßen. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass wir so Dinge aufhören, immer nur so monothematisch zu betrachten. Es gibt nur Bücher, es gibt nur Videospiele, es gibt nur Serien, sondern irgendwie hängt das ja am Ende des Tages alles zusammen. Und ich glaube, das sollte man auch öfters in einen Pott werfen. Ja. Wer das so ein kleines bisschen anders betrachtet, das ist ja Chris. Chris, du bist als Franigo Rolls sehr aktiv auf Twitch. Du hast dir die Plattform eigentlich ja auch als Autor voll nutzbar gemacht und machst da auch Coworking und arbeitest da mit anderen gemeinsam. Aber du machst auch was anderes und ich bin deswegen übrigens ein sehr großer Fan von deinem Kanal als Pen & Paper und Fantasy-Fan. dein Name verrät es ja auch schon so ein bisschen, ich habe es auch schon gesagt. Du leitest dort als Game Master Pen & Paper-Runden. Wie kamst du dazu, das zu machen? Das hat sich ein bisschen spontan ergeben eigentlich. Also ich bin schon längere Zeit so ein lockerer Twitch-Konsument, aber jetzt nicht so richtig
so richtiger Power-User war ich nie. Ich hatte einen Account, ich habe mir hier und da mal zugeguckt, aber das war es auch. Und die Liza Grimm, die ja auf Twitch auch sehr viel Coworking macht und Bücher schreiben und so weiter, hat gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, Pen and Paper auf ihrem Kanal zu leiten, weil wir haben schon zusammen gespielt, privat, und sie hätte einfach Lust gehabt, mal wieder Pen and Paper zu spielen und das mit Twitch zu kombinieren. Und für mich war das so, na gut, dann gucken da halt Leute zu, wird schon irgendwie klappen. Und dann haben wir letztes Jahr im Dezember einfach mal einen Termin angesetzt, relativ fix, und haben das dann gemacht. Und es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Das war sehr lustig in der Runde. Und dann dachte ich mir, ach ja gut, ich spiele relativ viel Pen and Paper, ich schreibe Bücher. Also es gibt durchaus Sachen, die ich auch auf Twitch streamen könnte. Und habe dann habe dann quasi einen eigenen Account gemacht und mir überlegt, dass ich meine Pen and Paper-Leidenschaft, die ich normalerweise, wie die meisten Leute wahrscheinlich, eher so im Privaten auslebe, durchaus auch das in die ist Öffentlichkeit. Anrüchig. Ja, genau. Ich komme noch aus der Generation, da musst du das so verbergen. Ich habe ja schon mal eine Wohnung, weil ich fantastisch schreibe. Nein, die Zeiten sind natürlich auch einfach anders, muss man fairerweise sagen. Ja, die Generationen, die dann nachgewachsen sind, die sind da cooler und lockerer, als wir das vielleicht früher waren. Und ja, so, dann habe ich das einfach angefangen und das war jetzt nicht groß. Ich habe nicht groß geplant oder so. Ich habe einfach Runden angeboten, Leute gefragt, ob sie Lust haben. Lea ist ja auch dabei und der Mikkel ist auch dabei hier und da. und so hat sich das im Prinzip dann ergeben und dann ist daraus immer mehr geworden im Laufe der Zeit. Und auch sehr erfolgreich mittlerweile. Ja, also ich finde, dafür, dass es so kurz erst läuft, finde ich es eigentlich, also es macht mir sehr viel Spaß, auch sonst würde ich es nicht machen. Es geht ja nicht um da irgendwie einen Job draus zu machen oder so. Also es muss schon auch Spaß machen. Das ist für mich das Hauptding. Aber zum Beispiel dieses Coworking finde ich relativ angenehm, weil tatsächlich dieses Gefühl ist, man ist mit anderen gemeinsam und arbeitet gemeinsam. Das geht mir in der Pandemie noch mal mehr ab. Ich hatte vorher schon die Jahre immer bei Freunden, die haben eine Grafikagentur, da bin ich ein, zwei Mal die Woche hingefahren und habe bei denen im Büro an einem freien Platz gearbeitet, weil ich das Gefühl hatte, sonst bin ich zu Hause mit den beiden Katzen und irgendwann kann ich alle noch miauen und sonst nichts mehr sagen. Das ist während der Pandemie halt weggefallen und das Coworking gibt dieses Gefühl ein bisschen zurück, dass man nicht alleine vor dem Rechner sitzt, dass andere Leute auch arbeiten. Das hatte so eine Atmosphäre für mich. Ja, ich stimme dir dazu. Ich nutze es tatsächlich auch im Homeoffice sehr, sehr viel, dass ich da einfach zwischendrin einschalte und mitmache. Ich finde das immer sehr schön, freue mich immer, wenn ich keine Meetings habe und wirklich zuhören kann. Um auch nochmal auf deine Pen-and-Paper-Runden zurückzukommen, da verknüpfst du ja auch Literatur mit Pen-and-Paper. Richtig? Ja, das ist richtig. Ich spiele ganz gerne zum Beispiel die allererste Runde, die wir gemacht haben, die spielt im Grisha-Verse, also in dem Shadow-on-Bone-Universum von Leigh Bardugo. Ich benutze ganz gerne, also wir haben jetzt auch eine One-Shot gespielt, zum Beispiel in Westeros, also Game of Thrones, House of the Dragon, The One Ring, das ist Mittelerde. Das ist natürlich klar, also ich bin ein Fan von vielen tollen, fantastischen Werken und diese kreative Energie selbst dann in diese Welt einzubringen und diese Welt für sich selbst zu entdecken, das macht mir Spaß und das macht vielen anderen Leuten auch Spaß. Deswegen gibt es ja auch ganz viele Rollenspielsysteme, Regelwerke, die Bezug oder eine feste Welt haben. Und ich denke, dass, also ich glaube, das ist, diese Verbindung ist für mich auch einfach logisch, ja, zwischen Bücher schreiben, Bücher lesen, Pen and Paper spielen, das gehört für mich alles irgendwie in meinen Themenkomplex. Und deswegen diese Verbindung erschien mir einfach richtig. Ja, ja. Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal dazu. Ich habe zwei Meldungen mir mal aus dem Chat gepickt, weil ich habe ja eben gesagt, hey, sagt mir gerne mal Bescheid, wer so da ist und was ihr so macht. Tatsächlich zum Beispiel einen Autor da, der im Bereich High Fantasy schreibt und auch auf Twitch unterwegs ist und das sehr, sehr gerne nutzt. Und wir haben zum Beispiel auch eine Leserin da, die Begriffe zum allerersten Mal hört und neugierig ist. Und genau, auch nochmal der Hinweis an euch da draußen, falls ihr Fragen habt, entweder zur Thematik oder auch persönlichere Fragen an Mikkel, Christoph oder Lea, schreibt sie gerne in den Chat und wir werden sie am Ende einbauen. Genau. Chris, du hast eben erwähnt, sowohl Mikkel als auch Lea sind ja auch in deinen Pen-and-Paper-Runden zu Gast.
Und Lea, du hast ja auch einen Twitch-Account, du machst dort auch genau. Coworking, du zockst da auch hin und wieder, hast also eine echt coole Mischung. Und du bist eben auch Gast in Chris Pen & Paper Runden und das kennt man ja von unglaublich vielen Autoren. Also wenn ich mal so aufzähle, welche Autoren denn Pen & Paper spielen, dann fallen da ja auch so Namen wie Bernhard Hennen, Kai Meier, Robert Corvus, Markus Heitz und so weiter. Das machen sie alle. Christoph, du bist ja auch Autor und spielst Pen & Paper. Mikkel, Lea, ihr gehört ja mittlerweile auch dazu. Und alle sagen immer, dass sie total viel Inspiration für ihre Bücher durchs Pen & Paper Spielen bekommen haben und immer noch bekommen. Geht es euch auch so, Mikkel, Lea, nehmt ihr Inspiration mit? Oh, ich glaube nicht. Tut mir leid, Chris, leider nicht. Nee, tatsächlich wirkt sich das wenig auf meine Geschichten aus. Ich glaube, es ist für mich immer ein gutes Ventil, um einfach mal Sachen auszuprobieren, auf die ich spontan Bock habe. Also das ist auch, Chris kennt es ja so ein bisschen, mein Charakter in Arcane, der hat schon eine interessante Wandlung hingelegt, irgendwie vom sehr einfältigen zum norddeutschen Künstler. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da viel rausnehme, aber ich glaube, es macht mir Spaß, da reinzugehen und einfach mal Sachen auszuprobieren, die ich vielleicht im Buch nicht so machen könnte, weil irgendwann kommt das Lektorat und streicht es mir dann an, aber diese Spontanität, diese Improvisation, die liebe ich daran einfach und glaube, das könnte mir ein Buch dann auch nicht geben in der Hinsicht. Ja, da kann ich Mikkel eigentlich nur zustimmen. Mir geht es ganz genauso. Also ich nehme wenig davon für eigene Geschichten, aber ich bin beispielsweise immer total inspiriert, dann selber neuen One-Shot oder sowas zu schreiben. Also eher wirklich im Bereich Dungeons and Dragons und sowas und Pen and Paper generell, dass ich mir dann denke, boah, okay, das fand ich jetzt so cool, ich will da selber was machen. Aber für meine Bücher eher weniger, weil das thematisch auch nicht immer ganz so passt. Klar, was auf jeden Fall von Vorteil ist beim Pen and Paper Spielen, ist, wie Mikkel schon sagte, dass man einfach mal machen kann. Ne? Man muss nicht Angst haben irgendwie von wegen, ja okay, wenn der Charakter jetzt aber genau das macht, was er eigentlich nicht machen soll, das Lektorat sagt dann, das geht nicht und dies und das. Man muss halt irgendwie bei so einem roten Faden bleiben. Und bei Pen and Paper kann man einfach machen, was man will und den Dungeon Master damit ziemlich herausfordern, ja. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen trennen, weil es ist eine sehr unterschiedliche Art, Geschichten zu erzählen. Bücher sind nochmal anders. Rollenspielrunden sind ja, also viele, wenn ich jetzt so privat Pen & Paper spiele, würde ich davon sagen, dass viel davon sich auch gar nicht zum, weiß ich nicht, ansehen oder von außen betrachten als Publikum lohnen würde, weil da sehr viel interne Sachen passieren, da gibt es keine richtigen Spannungsbögen, die von außen funktionieren und so. Das ist im Stream nochmal ein bisschen anders, weil da achten wir, glaube ich, alle auch beim Spielen, auch die Gruppen achten darauf, dass so ein bisschen der Fluss da ist, auch fürs Publikum. Aber es ist definitiv eine andere Art, Geschichten zu erzählen, auch weil man das ja kollaborativ macht und nicht nur alleine. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass es in der Hinsicht super funktioniert ist, dass es Lust auf Geschichten weckt, nämlich bei den Zuschauenden. Oh ja. Dass das darüber dann funktioniert quasi. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Das glaube ich auch. Und ihr habt ja auch selbst gesagt, also Lea, du warst es ja zum Beispiel, die gesagt hat, naja, ich bekomme im Spielen schon Lust, auch mal einen One-Shot zu schreiben. Das hättest du ja ohne das Spielen gar nicht. Also in gewisser Weise weckt es ja schon so ein bisschen deine Inspiration, deine Kreativität, was ja auch was sehr, sehr Gutes ist und eine gute Übung für deinen sonstigen Schreibprozess. Ja, das auf jeden Fall. Also Kreativität wecken. Nee, alles genau, gut. Gerade dieses Kreativität wecken funktioniert super. Ja, genau. Kann man ja auch gut üben damit. Ne? Kreativität ist ja nicht irgendwas, was von außen gegeben ist oder reines Talent oder sowas, sondern Kreativität kann man ja auch ein bisschen trainieren. Und Pen & Paper ist da ein ganz gutes Mittel für. Ich habe da eigentlich auch noch eine spannende Geschichte für. Nämlich, ich hatte mal eine Idee für ein Buch. Dann wusste ich, okay, ich schreibe jetzt erstmal was anderes. Dann habe ich diese Idee ein bisschen ausgebaut für ein Pen & Paper One-Shot. Also und habe plötzlich sehr viel Weltenbau betrieben, irgendwie mit irgendwelchen Fraktionen, XYZ und bin jetzt wieder so weit, dass ich eigentlich Bock hätte, wieder ein Buch draus zu machen, nachdem wir irgendwie einmal Pen & Paper zugespielt haben. Also ja, irgendwie, da gibt es wahrscheinlich schon in gewisser Weise eine Wechselwirkung. Ich glaube, grundsätzlich sind es halt beides unterschiedliche Formen, Geschichten zu erzählen, aber da sind wir wieder so, ne, beim Thema eigentlich so, dass es halt unterschiedliche Medien gibt, die alle auf ihre eigene Art und Weise Geschichten erzählen und sich auch gegenseitig
befruchten können. Ja, ich habe das auch, wenn ich Serien gucke oder Filme, dass ich mir dann denke, oh, das ist so cool, da könnte man eine Pen-and-Paper-Runde draus machen. Weil das natürlich auch schwierig ist, ein Buch daraus zu schreiben, was schon existiert. Und das ist dann halt wieder Fanfiction. Ja, plötzlich Rechte irgendwie bei irgendeinem Verlag oder so anfragen. Sehr spannend, genau. Meine nächste Frage geht jetzt noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Gerne an euch alle. Viele neue Kanäle oder auch vermeintlich alte Kanäle, die jetzt aber wieder ganz neu im Gespräch sind, also so wirklich sowas wie Twitch, TikTok, muss man sich ja auch erst einmal aneignen. Habt ihr da Tipps für alle da draußen, die auch gerne starten wollen? Wie findet man Leute, die zuschauen? Wie eignet man sich Wissen darüber an, wie eine Plattform funktioniert? Was würdet ihr den anderen draußen empfehlen? Konsumieren. Also ich hatte auch gar keine Ahnung von Twitch und habe dann immer FreundInnen gefragt, die getwitcht haben, so ey, wie kann ich das machen und dies machen, und habe einfach mir ganz viel von ganz vielen unterschiedlichen Leuten angeguckt, um zum Beispiel zu sehen, ja, wie will ich denn mein eigenes Overlay überhaupt machen, was will ich da reinpacken, und sich ein bisschen Inspiration holen, was überhaupt alles möglich ist, ne? Also ohne die ganzen Kanäle, die ich mir angeschaut habe, hätte ich das gar nicht gewusst, ne, was man überhaupt machen kann. Und wie gesagt, mit anderen Leuten in Kontakt treten und einfach mal nachfragen, wie die das gemacht haben. Und zum Glück gibt es ja auch Internetsuchmaschinen. Ich glaube, ganz wichtig ist noch, gerade weil wir ja mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten haben, dass man auch nur das macht, was einem Spaß bringt. So, nichts ist schlimmer als irgendwie dieses Gefühl, ja, man muss jetzt noch ein TikTok-Video machen, aber man hasst vielleicht TikTok, aber man macht es, weil es dazugehört, weil es heutzutage so erwartet wird. Und wenn es einem nicht Spaß macht, muss es nicht automatisch bedeuten, dass man die Plattform als solches doof findet oder so, aber vielleicht hat man einfach noch nicht seinen eigenen Drive, seine eigene Erzählweise irgendwie gefunden oder so. Und ich glaube, das ist entscheidend. Also es ist immer sinnvoll, sich bei anderen anzugucken, was sie machen und auch zu verstehen, warum sie es machen. Weil so versteht man Plattformen auch sehr schnell, aber trotzdem nicht zu vergessen, dass man immer noch ein eigener Charakter ist, der auch irgendwie seine eigene Geschichte auf dieser Plattform erzählen möchte. Das ist, glaube ich, immer extrem wichtig. Also ich habe im Laufe der, ich muss jetzt leider sagen, Jahrzehnte schon eine Reihe damals von Social Media Sachen, die wahrscheinlich jetzt niemand mehr kennt, gehabt, Accounts, und man, also für mich ist das ganz simpel, man merkt, also ich merke relativ schnell, läuft mir was rein oder nicht. Ja, also Twitter hat mir am Anfang gar nicht gefallen. Ich habe das jahrelang gar nicht gemacht. Mhm. Irgendwann hat das gedreht, und dann war Twitter jetzt so mein Hauptding eigentlich, das ich am meisten mache. Facebook habe ich quasi ganz aufgegeben. Und man merkt auch, das hat, glaube ich, das habt ihr auch schon gesagt, man merkt, wenn man auf eine Sache keine Lust hat, dann macht man da auch keine vernünftigen Dinge. Ja, wenn das nur Qual ist, das kommt, es ist wie wenn man Bücher schreibt, die man nicht schreiben möchte, die werden auch nicht gut. Und das ist bei Social Media genauso. Wenn man sich nur quält, dann merkt man das auch. Und also, was ich noch sagen wollte, ist, es gibt auch unterschiedliche Hürden. Ja, also einen Twitter-Account anlegen und Tweets raushauen, das geht relativ fix. Auf Twitch streamen hat eine etwas höhere Hürde an Technik und allem anderen. Und ich mache das jetzt seit Anfang des Jahres, und ich habe immer noch 1000 Fragezeichen in meinem Kopf und muss noch Leute nach bestimmten Sachen fragen, wie sie das machen, weil das technisch einfach deutlich anspruchsvoller ist als viele andere Social-Media-Sachen. Und zum Beispiel, wenn ich bei Lea die Stories und ihre Beiträge auf Instagram sehe, denke ich mir immer, meine Güte, wie schafft sie das überhaupt? Ich kriege halt alle paar Wochen mal einen hin, und Lea macht halt fantastische Beiträge regelmäßig, dauernd, täglich. Und da muss man einfach wissen, was kann man leisten, was möchte man leisten, und sich dafür entscheiden, was geht. Das fasst aber auch sehr, sehr, also ich finde, man kann das, was ihr gesagt habt, auch sehr schön zusammenfassen in, naja, man muss Lust auf eine Plattform haben, und wenn man das hat, dann kann man, oder dann hat man auch Lust, nicht nur selbst was zu kreieren, sondern auch sehr, sehr viel zu konsumieren, und wird dadurch eigentlich immer besser. Ich glaube, das ist so die Essenz von allem, was ihr gesagt habt, und das ist, ja, das finde ich sehr, sehr gut. Das hört sich sehr gut an. Genau. Mikkel, nochmal eine Frage an dich. Neue Social-Media-Kanäle eröffnen ja auch oft die Möglichkeit, nochmal anders mit deiner Community, deinen LeserInnen in Kontakt zu treten. Merkst du das bei dir auch? Wie sieht es auf deinen Kanälen da aus?
Ja, ich glaube, ich habe das jetzt zuletzt vor allem auf TikTok gemerkt. Das war sehr faszinierend. Ich habe auch lange gesagt, so, was soll ich auf TikTok? Also ich tanze nicht sonderlich gut. Ich glaube, da deswegen. tanzt man TikTok noch ist nicht nicht mehr. nur Tanzen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da tanzt Ja, man das gar nicht war mehr auch so immer so das oft. Klischee, Ja, was ich im voll. Kopf hatte. Wir machen da auch ständig private immer Witze drüber, ne? Von wegen, ja, Ja. Lea, drehst du wieder einen TikTok, hast dir einen neuen Tanz ausgedacht und ich habe noch nie was mit Tanzen gemacht auf Nee, TikTok, das aber ist es ist halt leider so dieses das Klischee, ne? Klischee. Und ich weiß auch, dass ich auch langsam in einem Alter bin, wo ich sagen muss, so die jungen Menschen auf TikTok da drüben, so, ne? Also, aber ich habe es dann trotzdem mal installiert und ich habe da auch viel gemacht. Ich finde es eine super faszinierende Plattform, einfach weil sie mir ermöglicht hat, komplett neue Menschen zu erreichen. Ich habe das Gefühl, auf Twitter und Instagram erreiche ich immer so eine gleiche Zielgruppe an Menschen, die wahrscheinlich schon mal irgendwo Berührungspunkte mit mir hatten. Es ist sehr schwer, da mittlerweile noch neue Reichweiten aufzubauen. Zumindest geht es mir so. Und TikTok war in der Hinsicht faszinierend, dass ich habe ein Video gemacht, da habe ich einfach einen Stein ins Wasser Ich geworfen. wollte Das hat gerade glaube sagen, ich, ne? Ich kenn's ja, auch. das. Das hat einfach 300.000 Aufrufe so. Und ich denke dann natürlich auch so, warum hat es jetzt nicht das Video, wo ich sage, kauft mein Buch so. Ja. Schade, aber grundsätzlich finde ich, ist das eine sehr spannende Plattform, die aber auch genauso frustrierend sein kann, halt, weil auch die Videos, in die man dann viel Zeit, Energie, Absolut. Gedanken Ich steckt und unterschreibe dann das. sieht die niemand und man denkt sich, warum nicht? Das ist doch so lustig. Warum könnt ihr das jetzt nicht bitte liken und warum kann es nicht viral gehen? Aber das ist so. Ja, es ist ein Wechselbad der Gefühle, aber ich finde es in der Hinsicht als Plattform endlich mal wieder spannend, dass man irgendwie ganz neue Leute erreichen kann. Dein Ja. Steinvideo war aber auch lustig, Mikkel. Das war auch sehr Dankeschön. Du lustig. musst dich kombinieren, absolut. Mikkel. Du musst dein Buch ins Wasser werfen. Das nächste Ja, Mal. ich glaube aber, das weckt keinen Humor in den Leuten, sondern Nee. Anspannung. Ich muss Ja, dich, aber ich, das ist, ja. muss ich jetzt nochmal einfach Mikkel zustimmen, wie unglaublich krass das ist, weil man bei TikTok gar nicht weiß, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also, ich finde, bei Instagram weiß ich immer ganz genau, okay, das wird gut klappen und das nicht. YouTube weiß ich es auch. Aber bei TikTok, weil das einfach so unterschiedlich ist, was die Leute da konsumieren und dass man mit der For You-Page ja alles reingespült bekommt, was einen annähernd interessiert, weiß man nie, okay, wen erreicht es jetzt und sowas. Also, ich finde das auch total krass, weil mein Account ist eigentlich ja auch mehr so nerdig. Und dann mache ich einmal was, wo ich in Tropical Island mich beschwere und dann hat das fast eine Millionen Aufrufe und ich habe auch nur so gedacht, so, boah, nee, warum muss das jetzt viral gehen? Also ich kann diesen Frust absolut nachvollziehen. Ja, Guckt und und jetzt wen folgen die unter Leute mir Bücher. wegen Tropical Island und ich habe nie wieder was davon gemacht. Das ist Ja. so schlimm. Ist aber auch sehr spannend. Ich habe auf der Frankfurter Buchmesse von Publishing Perspectives einem Panel zugehört und da war der CEO von TikTok Dach da. Und der hat was gesagt, und ich glaube, das erklärt so ein bisschen den Frust, den ihr habt. Er sagt, naja, wir haben total viele Social-Media-Plattformen, das sind halt Community-Plattformen. Das heißt, Leute, also die basieren darauf, dass sich Leute eine Community aufbauen und die Community bekommt dann den Inhalt der Leute. Das heißt, Lea, du hast deine Community bei Instagram, du kennst deine Community, du weißt, was deine Community mag. Und wenn du quasi ihr das gibst, was sie mag, dann bekommt es viele Likes. Und er meinte, TikTok ist eine Content-Plattform. Das heißt, es ist ganz egal, wie groß du bist, wie viele Follower du hast, ob du eine Community hast oder nicht. Wenn dein Content irgendwie viral geht und vielen Leuten gefällt, dann wird der halt ausgespielt. Und das ist total verrückt. Und ich Ja. glaube, da muss man sich auch, und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit bei solchen Kanälen, sich einfach zu überlegen, naja, wie funktioniert jetzt eigentlich der Kanal? Und warum ist der anders als alle anderen Kanäle und wie mache ich mir das nutzbar? Und ich glaube, das bringt uns alle vor neue Herausforderungen. Genau. Chris, du hast in unserem Vorgespräch einen Satz gesagt, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe mir den direkt aufgeschrieben. Ich würde Ups. dich. Nein, also ich fand diesen Satz gut. Ich lese ihn jetzt auch einfach vor. Du hast gesagt, als Autor ist man sehr einsam bei seiner Arbeit. Wie hat sich das für dich durch Twitch geändert? Zum Beispiel oder durch andere Social-Media-Kanäle. Ja, also das ist, ich denke, die anderen beiden können das bestätigen. Man sitzt halt normalerweise an seinem Rechner und schreibt. Ne? Es gibt Menschen, die gehen ins Café oder raus oder was auch immer. Ich habe ein Büro, da habe ich meinen Computer und ich schreibe und das ist tatsächlich relativ einsam. Und das habe ich besonders gemerkt, nach München gezogen vor inzwischen 8 Jahren. Und meine Frau ist von einer selbstständigen Agenturinhaberin, die bei uns ihr Büro hatte im Haus, ist sie eine festangestellte Person geworden und war den ganzen Tag entsprechend weg. Und das hat
also mir hat das nicht gut getan, auf Dauer immer allein zu Hause zu sein. Ich kann Menschen verstehen, die das anders sehen, aber für mich war das nicht gut. Und Social Media ist da gefährlich, weil es zum einen eine starke Ablenkung hat. Ja, der klassische, ich scrolle halt irgendwie durch Twitter durch, während ich arbeiten sollte. Es gibt aber zum Beispiel bei Twitch ist das anders, weil Twitch für mich, dadurch, dass es da diese vielen Coworking-Streams gibt mit Menschen, die ich sehr gerne mag, bei denen man dann aber auch dieses gemeinsame Arbeiten wirklich hat. Also für mich ist es auch, also mir ist das aktiv, wenn ich Coworking anbiete, funktioniert das. Es klappt aber auch, wenn ich passiv im Coworking dabei bin. Wenn die Musik angeht und der Counter läuft, das ist immer so, das nennt sich Pomodoro, machen die meisten, das ist so kurze Arbeitsphasen, dann eine kurze Pause, was ja auch ein vernünftiges, gesundes Arbeiten ist, dann ist meine Produktivität viel besser, mir geht es besser und ich fühle mich tatsächlich weniger einsam, wenn ich in der Pause mit Leuten ein bisschen chatten kann. Echte Menschen, die gerade echt da sind und dieselbe Situation haben wie ich auch. Da geht es natürlich selten um die Arbeit selbst. Ja, also die Arbeit am Buch bleibt natürlich relativ einsam, sag ich mal, bis auf die Testleserinnen und Vorlektorate und so weiter. Aber dieses Gefühl, nur für sich zu Hause zu sein und quasi der Einzige zu sein, der das gerade erlebt und mitmacht, das verschwindet für mich dadurch relativ stark. Und deswegen habe ich mir tatsächlich angewöhnt, beim Coworking auch eigentlich fast jeden Tag bei den Leuten zuzuschauen. Zum Glück gibt es das den ganzen Tag über verteilt von welchen. Und bin auch ganz happy, dass ich jetzt einmal die Woche Coworking auf der anderen Seite mache. Ja, voll schön. Geht es euch auch so, Mikkel und Lea? Ihr arbeitet ja auch viel von zu Hause aus. Ach, also bei mir ist es gar nicht so schlimm, weil ich wohne mit zwei anderen Leuten zusammen und bei uns ist immer jemand da. Von also daher ist es eigentlich, bei mir auch. Genau, es ist ganz angenehm und ich weiß noch nicht, wie es jetzt so demnächst wird hier in dem großen Haus, in dem wir jetzt wohnen, aber eigentlich fühle ich mich weniger einsam beim Arbeiten. Ich genieße das eigentlich auch mal, wenn alle aus dem Haus sind. Ich sitze quasi den ganzen Tag allein daheim, abgesehen jetzt von meinem Mops, der mir immer lautschnarchend Gesellschaft leistet. Aber ich komme damit eigentlich auch ganz gut zurecht. Da habe ich nicht so das Problem mit. Und was ich als Autor an Social Media sehr zu schätzen weiß, ist einfach auch, dass ich Feedback irgendwann auch mal zu meinen Büchern bekomme. Weil ich finde, das ist eben dieser einsame Prozess des langen Schreibens und so, bis es dann in der Buchhandlung liegt und so. Das ist alles nicht wirklich belohnt. Also es ist schön, dann endlich das Buch in der Buchhandlung zu sehen und so, aber ich freue mich mindestens genauso sehr, wie wenn ich irgendwie auf Stories verlinkt werde, wo Leute meine Bücher irgendwie in der freien Wildbahn entdecken. Ja, absolut. Das ist so, das da ist geht so mir schön, wirklich das Herz auf. Und ich glaube, das ist auch so eine sehr große Stärke von Social Media, dass man einfach als Autor ein bisschen Feedback auch bekommt, dass das Buch da draußen auch gerade bemerkt wird, weil sonst landet es halt in den Buchhandlungen und du hast keine Ahnung, wie es so läuft. Du bekommst irgendwann vom Verlag irgendwie mal eine Abrechnung. So viele Bücher sind jetzt weggegangen und so. Aber einfach zu wissen, dass es da gerade Leute gibt, die sich wirklich freuen und es gekauft haben und die davon ein Foto schicken, finde ich unglaublich wertvoll. Mhm. Holt ihr euch auch während eures Schreibprozesses schon Feedback von eurer Community auf Social Media ein? Ich hatte letztens den Fall, dass ich live geschrieben habe und da brauchte ich einen Pflanzennamen und dann haben wir gemeinschaftlich uns eine Pflanze ausgedacht quasi. Also sowas passiert selten, aber ich finde es eigentlich immer ganz lustig, so wenn auch so ein paar kleine Insider, die eigene Community ja, dann wiedererkennt. Ja. Also nochmal fürs Protokoll, wie heißt die Pflanze? Was seid ihr gekommen? Es ist der Dreidorndistel. Süß! Genau, okay, dann können wir jetzt alle auf das Buch warten, in dem wir Dreidorndistel finden. Und sucht danach. Ja. Das machen wir. Ja, beim Coworking ist das halt immer ganz cool, ne? Wenn man dann mal zwischendurch fragen kann, kann mir einer helfen? Also gerade bei so Recherchefragen, die man nicht unbedingt sofort beantworten könnte, sondern ja, wo man dann selbst suchen muss. Und dann kann man mit den Leuten halt ein bisschen reden und mal fragen, was die denn davon halten. Also das mag ich auch immer ganz gerne.
Ich habe tatsächlich vor einigen Wochen mal eine Kurzgeschichte geschrieben im Stream, also mit eingeblendet, was ich tippe und mit Feedback des Chats, des Twitch-Chats. Das war sehr lustig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das werde ich definitiv auch in der einen oder anderen Form wiederholen und nochmal machen. Aber das war jetzt für ein Pen and Paper, also privates Projekt. Ob ich das mit Büchern mache, weiß ich noch ehrlich gesagt nicht. Kann ich mir schlecht vorstellen. Also am Buch arbeiten im Stream ja, aber ich bin nicht sicher, ob das. Also ich habe auch schon an Patreon zum Beispiel Vorauszüge oder Arbeitsproben und so Ja, das mache ich gepostet. auch häufig. Aber das jetzt, ich weiß nicht, ob das im Stream, wie ich das finde, da muss ich nochmal nachdenken, um ehrlich zu sein. Ich habe das noch nicht, es ist, hab das noch nicht irgendwie Also, dass die Leute quasi vorher bedacht. live lesen, was du schreibst auch? Ja, genau, Oder? das hab ich gemacht. Ich habe mein Programm halt, also die Seite, habe ich eingebunden in Twitch und dann habe ich geschrieben und sie konnten dann sehen, wie ich schreibe. Ich hatte vorher ein bisschen Sorge wegen, man vertippt sich ja doch in den Dauer und muss dauernd korrigieren und so, aber es ging alles. Ja. Es ist halt so ein bisschen das Problem, weil das werden die anderen beiden auch wahrscheinlich bestätigen, hoffe ich mal. Das, was, also die erste Version, das, was man als erstes aufschreibt, ist Ja. halt noch anders. Ja, im Englischen nennt man das Vomit Draft, also aufs Papier gekotzt, Entschuldigung. Man schreibt runter und dann bearbeitet man das. Und je nachdem, wie viel man das bearbeitet, wie viel Notwendigkeit da ist, kann das auch sehr sich nochmal stark verändern und viele bearbeitet werden. Es gibt Lektorate, Vorlektorate, Korrekturen und so weiter und die eigenen Bearbeitungsschritte. Das heißt, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das, ich weiß nicht, ernüchternd wirken könnte, wenn man zeigt, das Buch sah mal so aus. Ja, das ist wie bei allen Sachen. Man macht sich natürlich sehr nackig, ne? Und ich glaube, du musst da gut überlegen, was du zeigst und so, weil das komplette Buch natürlich live schreiben wäre so ein bisschen, Das ist schlecht, ja. ja. Ich habe es bei Paul mitbekommen, der ein Hörspiel gemacht hat und da hat jemand mitgeschnitten und das veröffentlicht dann. Ach, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das ist nicht gut. Aber ich find's total spannend, also auch so, Mikkel, was du gerade erzählt hast, dass du mit deiner Community zusammen einen Pflanzennamen gesucht hast. Sowas stelle ich mir total lustig vor. Also wirklich so Mini-Einblicke geben und man weiß als Fan, als Leserin noch gar nicht so wirklich, naja, wie wird's denn jetzt eigentlich in die Geschichte eingebaut? Ich glaube, das macht dann auch total viel Lust aufs Buch. Also ich glaube, ich werde definitiv den Tridorn-Distel suchen. Das wäre dumm, gell? Bin sehr gespannt auf deine kommenden Veröffentlichungen. Ich werde Ja, meine falls Augen er offen. nicht rauslektoriert wird. Das hofft man natürlich. Aber Wenn, er ist so wenn, sag sinnvoll und bitte logisch Bescheid. eingebunden. Das würde ich, da würde ich widersprechen. Also. Sehr gut. Und wenn es passieren soll, schreib mir bitte kurz. Dann schreibe ich Ja. einen bösen Leserbrief. Genau. Wir haben jetzt ganz viel über Twitch und auch ein bisschen über BookTok gesprochen. Lea, ich würde dich gerne was zu Instagram fragen. Und zwar, wie siehst du denn aktuell das Potenzial bei Instagram? Was kann die Plattform AutorInnen und LeserInnen noch geben? Oh, wow, was für eine Wow, Frage. oder? Also, tatsächlich wurde ich auf der Buchmesse sehr viel gefragt, ob Instagram jetzt abgelöst wird von TikTok. Und also wirklich in jedem Gespräch mit irgendwie war, haben die mich dann gefragt. Und ich dachte nur so, nee, also A, warum fragen mich das alle? Und ich jetzt Und auch B, noch. ja. Ich denke halt nicht, dass TikTok irgendwie jetzt Instagram ablöst, weil es zwei komplett unterschiedliche Plattformen sind. Ich habe einfach den Eindruck, dass Instagram gerade so ein kleines Hängerchen hat, weil viele auf TikTok einfach rübergehen. Aber dennoch wird es wahnsinnig viel genutzt einfach, ne? Und Instagram Stories sind ja immer noch das Mittel, um die Leute live irgendwo mal eben schnell mitzunehmen, ne? Also da, Ja. durch diese Löschfunktion, dass das einfach nicht lange da bleibt, trauen sich halt auch viel mehr Leute, da mal was zu posten. Also finde ich auch immer sehr interessant, wenn man das privat beobachtet bei Leuten, die posten eher was in ihre Story als in ihren Feed, ne? Weil sie halt wissen, ah ja, ich muss mir da jetzt keine Mühe geben und sonst was, ich mal schnell irgendwie hier einen Post machen. Ja, Instagram finde ich,
immer noch so wahnsinnig interessant, weil ich musste letztens noch darüber nachdenken, dass als wir vor 10 Jahren mit dem Bloggen alle angefangen haben, hatten wir alle einen klassischen Blog. Hm. Und die Leute, die dann auf Instagram kamen und nur einen Instagram-Account hatten, wurden damals immer noch krass belächelt. Und alle haben immer gesagt so, ja, aber das sind ja keine richtigen BloggerInnen, die haben ja nur einen Instagram-Account. Ne? Und heute hat sich das so krass gedreht, dass fast kaum noch jemand einen physischen Blog als Website hat. Ne? Alle haben fast nur noch das Instagram und dann eben andere Social-Media-Kanäle. Also eigentlich sehr interessant, wenn man das mal über den ganzen Zeitraum beobachtet, wie krass das gewechselt ist. Aber ja, um die Frage endgültig zu beantworten, nein, TikTok wird Instagram nicht ablösen, meiner Meinung nach. Das ist Quatsch. Wahrscheinlich wird es eher eine Koexistenz werden, aber ich glaube, genau. Was bei Instagram auf jeden Fall gerade ein Problem ist, ist einfach ein Reichweitenproblem. Also man sieht es eigentlich, also jetzt gar nicht nur auf BookTok oder Bookstagram in dem Fall ja, sondern auf Creatoren aus allen Bereichen. Also kannst du dir eigentlich ganz gut angucken, dass so im Frühling des Jahres eigentlich überall die Reichweiten eingebrochen sind. Und ich weiß nicht, ob sie irgendwas am Algorithmus geändert haben oder so. Aber ich glaube, Instagram muss mal wieder sich so ein bisschen überlegen, wie grenzen wir uns überhaupt zu TikTok ab? Weil ich habe das Gefühl, sie wollen immer mehr werden wie TikTok. Und in meinen Augen kann das nicht der Weg sein. Also dann gehe ich lieber zu TikTok als Creator, weil das können die dann besser so. Ja, ja, ich glaube, das Algorithmus-Thema hat auch zu viel Frust geführt. Ich meine, ja, genau. Du hast so einen riesen Einbruch auf Instagram und auf TikTok, wirst du in Stein ins Wasser und gehst viral. Also ja, ja, das ist doch voll entführt. Mikkel, ich habe auch direkt mal eine Frage an dich zu TikTok. Du bist ja nicht nur als Mopshüter unterwegs, sondern auch als Autor. Und du hast eigentlich auch noch gar nicht so viele TikToks gepostet und hast schon eine echt gute Followerschaft da aufgebaut. Gerne. Was würdest du sagen, warum ist es sinnvoll, als Autor auf TikTok stattzufinden? Ich glaube, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man präsent ist. Also zumindest, wenn man eine jüngere Zielgruppe hat. Also ich habe auch schon festgestellt, es gibt auch sehr erfolgreiche AutorInnen, die seit Monaten auf der Spiegel-Bestsellerliste sind, die gar keine Social-Media-Accounts haben. Ja? Also ich glaube, also es ist am Ende des Tages... Das sind nicht so selten tatsächlich. Es gibt sehr viele, die sehr erfolgreich sind, die gar nicht auf Social-Media sind. Also es ist, also das müssen wir auch immer bedenken. Es ist am Ende des Tages nicht kriegsentscheidend irgendwie, was man da tut. Aber es hilft natürlich, wenn man es tut so. Und jetzt habe ich fast die Frage wieder vergessen. Soll ich sie dir nochmal wiederholen? Ja, worauf wollte ich hinaus? Ich habe gefragt, warum würdest du sagen, es ist sinnvoll, als Autor auf TikTok stattzufinden? Genau, einfach damit Leute wissen, dass man existiert. Also wenn niemand weiß, dass man existiert, dann kann auch niemand die Bücher entdecken quasi. Es gibt natürlich immer die Option, dass jemand in die Buchhandlung geht, dich da findet, zufällig. Aber ich glaube auch, dass, jetzt verprügelt mich der Buchhandel dafür hoffentlich nicht, aber ich glaube, die Zahlen sind da auch rückläufig, was das anbelangt. Also ist es gut, sich zu überlegen, wie kann ich denn eigene Kanäle erschaffen, wo ich Leute erreiche, die dann gerne in die Buchhandlung gehen, wirklich. Also ich versuche auch immer, die Leute so ein bisschen dazu zu drängen, dann in Buchhandlungen meine Bücher zu kaufen. Aber einfach, damit man präsent ist, damit Leute wissen, dass man existiert, dass die einen auf dem Radar haben. Ich glaube, deswegen lohnen sich schon Social-Media-Accounts. Ja. Und TikTok, würdest du sagen, dass man das auch haben sollte? Ich glaube, wenn man im Bereich Romance unterwegs ist, ja. Absolut. Man sieht ja, wie da jetzt regelmäßig Bestseller quasi produziert werden mit viralen Videos. Finde ich super faszinierend. Ich glaube, für mich als Fantasy-Autor ist es kein Muss, aber sehr spannend, auch einfach aus meiner beruflichen Perspektive mich damit auseinanderzusetzen und auch zu gucken, was da passiert. Ja. Also, ich würde da gerne ganz kurz einhaken. Also, ich bin überhaupt nicht auf TikTok. Ich habe keine Ahnung von TikTok. aber was Mikkel gesagt hat, nämlich, es gibt durchaus, und das ist gar nicht so selten, es gibt Autoren und Autorinnen, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind und die auf Social Media quasi gar nicht stattfinden. Und es gibt auch Leute, die sich auf Social Media abstrampeln ohne Ende und da trotzdem nicht zu einem gewünschten Erfolg kommen. Das ist kein Allheilmittel. Es ist eine Möglichkeit, LeserInnen zu erreichen, aber das heißt nicht, dass automatisch die Bücher erfolgreich werden, wenn man das irgendwie hinbekommt.
noch, was die Korrelation ist, wenn man ein gutes Buch schreibt und da ist, dass das funktioniert. Man kann tolle Bücher schreiben und es geht trotzdem aus tausend einem Grund unter. Das ist einfach so. Der Buchmarkt ist da genauso wenig gerecht und fair wie der Rest. Da muss man immer so ein bisschen schauen, wie viel Zeit man da investiert und wie viel Zeit man in das Schreiben von Büchern investieren kann. Ja, weil das Social Media kostet natürlich auch einfach Zeit. Mhm. Das ist einfach so. Chris, wir haben eben auch schon drüber gesprochen, du bist auf Twitch viel unterwegs, du hast eben auch gesagt, du hast Twitter so ein bisschen für dich entdeckt. Gerade hast du auch gesagt, du findest überhaupt nicht auf TikTok statt. Gibt es denn eine Social-Media-Plattform, die du dir in Zukunft gerne erschließen und quasi bespielen möchtest? Ich glaube, TikTok wird das nicht. Ich habe Instagram mir angesehen die letzten ein, zwei Jahre und auch da habe ich so den Zugang nicht so richtig gefunden. Und ich bin auch inzwischen in der vielleicht beneidenswerten Situation zu sagen, wenn das nicht klappt, dann bricht mir kein Zacken aus der Krone. Ja, das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Mhm. Ich finde, Twitch ist für mich momentan das Spannendste, weil Twitch gibt einem ganz besondere Möglichkeiten, die ich woanders nicht so richtig für mich sehe. Diese Art, den Content, den ich da produzieren kann, den ich da machen kann, diese Interaktion währenddessen auch mit den Leuten, ne? Also nicht nur einfach, ich klatsche irgendein Video ins Netz, sondern man hat halt das mit dem Chat und der Interaktion, das ist schon das Besondere, das mich momentan sehr reizt. Also würdest du sagen, du bist gerade glücklich? Feedback. Ja, bist du gerade glücklich mit deinem glücklich? Mix? Ich bin nicht ganz sicher. Twitter verändert sich gerade akut. Mal gucken, wie lange wir es noch haben. Solange wir es noch haben. Und ich bin jetzt auch schon alt genug, um zu wissen, also mein Gedanke war immer, dass die momentanen Social-Media-Netzwerke so groß sind, dass sie vielleicht nicht mehr failen können. Andererseits hat man das bei anderen früher auch gedacht und man darf nicht vergessen, dass das, was man jetzt jahrelang vielleicht macht und aufbaut, dass das tatsächlich einfach super schnell vorbei sein kann, weil das Netzwerk den Bach runtergeht und das passiert dann sehr, sehr rapide. Oder irgendwelche Regeln ändern sich, das, was man vorher gemacht hat, funktioniert nicht mehr, weil der Algorithmus sich ändert oder was auch immer. Und man darf sich nicht zu sehr darauf verlassen. Deswegen, was Mikkel sagt, stattfinden auf mehreren Kanälen, wenn man das hinbekommt, zeitlich, mental, das ist auf jeden Fall gut, dann ist man nicht nur auf einem angewiesen und generell am besten dort, wo es Spaß macht. Ja. Lea, ich habe auch noch eine Frage an dich und zwar so ein bisschen von der Autorinnenperspektive weggehen, aber auch zum Thema BookTok. Gerade wirft der Hashtag BookTok ja so ein bisschen die Buchbranche um. Das hast du sicher auch mitbekommen. Backlist-Titel werden plötzlich Bestseller. Autorinnen, die bisher in Deutschland kaum den Durchbruch geschafft haben, findet man halt plötzlich wirklich in jeder Buchhandlung. Sie sind plötzlich ein Name hier. Und du bist ja auch nicht nur als Autorin auf TikTok unterwegs, sondern vor allen Dingen auch als Content-Creatorin. Und welches Potenzial, denkst du, hat BookTok für alle, die über Bücher sprechen und auch als Bookfluencer unterwegs sind? Ich finde das einfach mega cool. Also wenn ich sehe in der Buchhandlung, dass da Bücher innerhalb von einem Tag weggekauft werden, weil ein Video auf TikTok viral gegangen ist, ist doch Hammer. Also mir ist das ganz gleich, wie die Leute zum Buch kommen. Ne? Hauptsache, sie kommen zum Buch und lesen das dann. Also ich persönlich denke natürlich auch, dass man selbst einfach sehr aktiv werden kann auf TikTok, wenn man da Bock drauf hat. Das ist eben das Schöne, ne? TikTok funktioniert sehr einfach, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat. Man kann sehr leicht Content kreieren, dadurch, dass man dankbar für Sounds ist, die es halt schon gibt und man dann quasi nur noch was dazu machen muss. Man muss sich immer so ein bisschen was überlegen natürlich, aber das bietet eine total gute Chance, da selbst aktiv zu werden, auf jeden Fall. Und es macht einfach so viel Spaß. Ich liebe es. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich TikToks drehen darf, weil man da einfach so viele Sachen macht und machen kann, die man sonst vielleicht auf anderen Plattformen eben nicht machen würde. Ja, same, ich stimme dir total zu. Man ist da irgendwie nochmal ganz anders kreativ. Und dadurch, dass man plötzlich so andere Sachen macht, finde ich, spornt es die Kreativität nochmal von Neuem an. Ja, auch dadurch, dass man eben diese vorgefertigten Sounds hat, ne? Dass man mit Leuten Stitches machen kann, Duets machen kann. Also irgendwie ist es was ganz anderes. Ne? Also ich finde das so interessant, weil viele Leute nutzen den gleichen Sound, aber was anderes kommt raus. Und das kann man gar nicht vergleichen mit Instagram, ne?
Also, ja, mir fällt überhaupt gar kein Gleichnis ein. Ich habe gerade versucht, okay, wie will ich das denn jetzt vergleichen, aber da ist nichts. Es ist komplett anders, genau. Ja. Yes. Wir haben ein paar Fragen aus dem Chat, auf die ich gerne einmal eingehe. Und zwar, Chris, du hast zum Beispiel gerade gesagt, dass du nicht auf TikTok vertreten bist und auch denkst, dass du es nicht sein wirst. Es geht einigen so wie dir, dass sie gefühlt keinen Zugang zu TikTok bekommen. Und die interessiert es natürlich auch, wieso geht es so vielen denn so wie mir? Also was spricht für dich persönlich gegen TikTok als Plattform? Also erstens habe ich keine Ahnung davon, das ist aber schon ein gutes Argument. Und ich merke das bei Instagram, dass dieses sehr Visuelle, was TikTok ja hat durch die Videos und Instagram das ja auch, dass das für mich nicht so das Ding ist. Also ich muss gestehen, dass dieses ganz auf die eigene Person bezogen, das ist nicht 100% meine Welt. Twitch ist ein bisschen auch so natürlich, aber wird ja anders genutzt von mir und das hat, also für mich ist so eine Schwelle da, diese Vorstellung, dauernd Videos von mir im Netz zu posten und mit dem Aufwand, der dahinter steht, das wäre mir nichts. Aber natürlich sehe ich auf Twitter immer die guten TikToks, die in andere Social-Media-Kanäle also gespült werden. Und man sieht ja, was da für fantastische Sachen passieren. Man bekommt es mit. Aber ich kann mir das für mich selber nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, das ist einfach eine Typfrage. Ja? Social Media sind unterschiedlich und man muss einfach wissen, was für ein Typ ist man, worauf hat man Lust. Möchte man jeden Tag ein Video von sich drehen oder ist das irgendwie was schnell in Arbeit für einen ausartet? Und da sind wir alle ein bisschen verschieden und das ist ja auch sehr gut so. Ja, und du hast es ja auch vorhin gesagt, man muss einfach Spaß und Lust auf die Plattform haben. Und dann läuft das eigentlich auch von selbst. Ja, bitte. Sorry, man merkt das auch schon bei Lea, dass sie von TikTok total begeistert ist. Und das ist die beste Voraussetzung, um auf einer Plattform was Gutes zu machen. Ja. Ne? Wenn man einfach Lust darauf hat und Spaß daran hat. Und wenn das Erstellen des Contents einfach für einen selber auch Fun ist, so viel für mich das Pen and Paper auf Twitch ist für mich einfach Spaß. Man kann sich die VODs angucken, ich lache die ganze Zeit mit meinen tollen Gruppen und Mitspielerinnen. Ja. Und das ist halt, das, also für mich, Geheimnis ist viel gesagt, ne? Aber das ist für mich der Schlüssel. Ja, sehr, sehr cool. Es wurde im Chat aber auch gesagt, dass andere Zuhörer auch die Interaktion auf Twitch sehr, sehr cool finden. Das hast du ja eben auch gesagt, Chris, dass du gesagt hast, du profitierst da total davon, dass du wirklich Reaktionen bekommst, dass im Chat was los ist, dass da wirklich live geschrieben wird. Das geht anderen genauso. Das ist sehr schön. Und eine andere Frage ist, was haltet ihr von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe es noch nie ausgesprochen, immer nur gelesen, dem neuen Twitter-Ersatz Mastodon. Habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht? Ich kenne nur die Band. Die Band kenne ich auch. Ich nicht. Ich hab einen Account gemacht, als das erste Mal darum ging, dass Twitter gekauft werden sollte. Mhm. Ich finde es ehrlich gesagt, ich bin ja schon so ein alter Nerd, das heißt, ich kann mit dieser Technik ganz gut, aber ich finde es zu technisch und ich glaube, es ist kein, also für mich ist es noch kein Ersatz für Twitter, weil die Hürden sind zu hoch. Ich habe einen Account, ich mache ein bisschen da, meistens mache ich Cross-Posting von Twitter, aber ich glaube, das wissen die meisten auch, wenn man nicht selber für eine Plattform Dinge tut, sondern nur anderen Kram rüber kopiert, dann ist das normalerweise nichts, was funktioniert. Ja, danke euch. Mikkel, kennst du Mastodon? Ich kenne es, aber ich habe es noch nicht benutzt. Also ich warte noch auf die Twitter-Alternative. Okay, sehr gut. Machen wir mal weiter mit einer Frage von mir. Die habe ich mir für dich, Mikkel, aufgeschrieben. Und zwar warst du ja, bevor du Autor wurdest, hauptberuflich sehr, sehr lange, oder was heißt hauptberuflich, bist du ja, glaube ich, gar nicht komplett. Du bist ja immer noch im Gaming-Bereich verankert, warst aber früher deutlich mehr unterwegs. Wie ist es denn so, wenn du beide Branchen vergleichst, also die Gaming-Industrie und das Publishing? Welche Besonderheiten gibt es und wird da Social Media anders benutzt? Musstest du Social Media neu für dich entdecken? Neu für mich entdecken nicht. Also die Gaming-Branche und die Buchbranche sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Branchen. Ich glaube, die Gaming-Branche gibt es so seit 1980 oder so. Irgendwie so in dem Dreh. Also ist noch nicht wirklich alt. Und auch die Buchbranche, ja, wie lange ist der Buchdruck her? Ne? Also das sind einfach ganz andere Strukturen gewachsen. Da gibt es sehr klare Regeln, während ich das Gefühl habe, in Gaming. Das ist auch schon anders geworden, aber da ist noch sehr viel mehr Wild West. Was ich auch schnell lernen musste, ist so, dass Marketingbudgets sich sehr, sehr unterscheiden.
Also wenn ein Spiel entwickelt wird, das ist ein großes Spiel, dann hast du da ein Marketingbudget über mehrere Millionen, manchmal auch hunderte Millionen. Bei Büchern, wo es sehr viele Produkte von gibt. Ja. Was ist ein Marketingbudget? Genau, so, ne? Also das, da hat man auch schon also ganz ja, andere Möglichkeiten. Ich glaube, was Videospiele besser geschafft haben, ist einfach den Kontakt zur Zielgruppe nicht zu verlieren. Das ist immer so ein bisschen mein Gefühl, wenn ich geguckt habe, wie ging es mir eigentlich mit Büchern, bevor ich jetzt angefangen habe zu schreiben. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, also ich war immer ein Vielleser, aber ich hatte keine Ahnung, was sind jetzt die aktuellen Bücher, ich hatte keine Ahnung, was ist gerade im Gespräch. Das hast du immer nur gewusst, wenn du wirklich, ja, ich glaube, wenn du dich tief in die Bubble reinbegeben hast quasi. Mhm. Und Bücher per se haben in meinem Umfeld nicht stattgefunden, dass man irgendwie darüber geredet hat oder sich ausgetauscht hat. Und ich glaube, das hat die Games-Branche besser hinbekommen. Und ich glaube, da muss die Buchbranche auch mal wieder ein bisschen Boden gut machen in der Hinsicht. Sehr interessant. Ich sehe das auch so wie du. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Branchen und irgendwie auch ja, dann anders in ihren Anforderungen. Ich habe in Anbetracht der Zeit eine Abschlussfrage an alle für euch. Und zwar haben wir eben auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass Twitch ja sehr hohe technische Hürden hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der gerade live bei uns zuhört, vielleicht auch Lust hat, Twitch als Plattform für sich zu entdecken, vielleicht auch genauso begeistert davon ist, wie ihr drei es ja eigentlich seid. Und vielleicht aber vor diesen technischen Hürden so ein bisschen zurückschreckt. Deswegen hätte ich an jeden von euch die Frage, was würdet ihr allen raten, die auch solche Bedenken haben? Was ist so der technische Tipp, den ihr nach außen geben wollt? Also, was ich gemerkt habe, ist, die Leute sind sehr vergebend. Sie haben schon bei vielen Kanälen miterlebt, dass wenn man von zu Hause streamt, das Netz nicht immer funktioniert, die Kamera nicht immer so will. Und wenn man das locker nimmt, und das hat bei mir sehr geholfen, dass ich in den ersten Streams natürlich auch einfach Profis dabei hatte, Leute, die auch, also ich hatte auch hauptberufliche Streamer dabei, und die gesagt haben, hey, ganz locker, mach dir keinen Stress, 10 Minuten später ist kein Ding. Und das geht nicht so, alles gut. Und das wäre, glaube ich, also die Hürde ist hoch, aber das Publikum ist auch in der Lage zu erkennen, dass man das Privatpersonen macht und nicht den Standard von irgendwelchen gewaltigen großen Streamern mit Team und allem hat. Ja, also genau. Ich glaube auch, wenn man weiß, man möchte das jetzt regelmäßiger machen, dann Investitionen in ein halbwegs gutes Mikrofon, das reicht, wenn es ein USB-Mikrofon ist, das muss jetzt kein Mischpult haben oder so. Vielleicht ein bisschen Licht und eine gute Webcam, dann hat man eigentlich schon so die Basics, dass das Sehvermögen quasi gegeben ist. Muss jetzt keine krasse Studioproduktion sein mit Greenscreen und so, sondern einfach, dass es sich gut anhört und man euch gut erkennt und dann ist schon viel gewonnen. Und es ist ja auch eigentlich das, was viele wahrscheinlich jetzt schon zu Hause haben, weil durch Corona sind Online-Meetings wichtig geworden. Jeder hat plötzlich eine Webcam, jeder hat ein Mikrofon, jeder hat ein Headset, das stimmt. Genau, Was ist dein Tipp, Lea? Ach ja, abschließend einfach andere Leute fragen, weil tatsächlich habe ich es auch so gemacht. Also ich bin technisch, was sowas angeht, gar nicht versiert und habe dann einfach meine Mitbewohnerin gefragt und gesagt so, ey, hast du nicht Bock mit mir zusammen zu zocken und dann machen wir das zusammen und seitdem streamen Jenny und ich eigentlich unsere Spiele, die wir zocken, gemeinsam und sie macht dann so ein bisschen die Technik und da war ich dann sehr dankbar, weil sie konnte mir das dann alles erklären, also habt wirklich keine Angst, auf Leute zuzugehen und einfach mal zu fragen, wenn ihr wisst, die können das besser, weil manchmal steht man da vor solchen Hürden, dass man einfach nicht weiß, wo man überhaupt anfängt. Und mittlerweile habe ich es jetzt auch ein bisschen begriffen, aber ich denke mir immer noch dann manchmal so, oh, wow, das geht? Das kann man machen? Oh, cool. Aber auch ein Punkt, ich glaube, das kann ich noch als Tipp mitgeben. Du hast gesagt, du hast einfach zusammen mit deiner Mitbewohnerin gestreamt. Ich finde, das ist ein richtig schöner Tipp zum Anfang. Ich streame auch total gerne mit anderen zusammen, egal ob sie neben mir sitzen oder irgendwo anders zugeschaltet sind. Und ich finde, das lässt einen auch viel weniger nervös sein, gerade wenn man am Anfang Angst hat, es passiert mal was mit der Technik. Und es passiert auch während einem Stream ja mal was mit der Technik. Es ist immer total schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat.
Genau. Absolut. Ja, dann vielen, vielen Dank für eure Tipps zum Abschluss. An euch da draußen, falls ihr mehr über Christoph, Lea und Mikkel erfahren wollt, schaut euch gerne mal auf deren Social-Media-Kanälen um. Ihr findet sie da eigentlich alle ganz einfach, wenn ihr ihren Namen eingibt. Ihr wisst ja jetzt aus unserem Gespräch so ein bisschen, wo ihr die drei findet und wo sie sich sehr, sehr gerne aufhalten. Und ich glaube, sie freuen sich alle sehr darüber. Falls ihr euch die Bücher von den dreien ein bisschen mehr anschauen wollt, im digitalen Bücherregal auf der Seite der Tolino Story Days findet ihr die alle. Könnt ihr auch einmal schauen. Und euch dreien danke ich natürlich ganz, ganz herzlich, dass ihr bei mir wart, dass wir zusammen gesprochen haben. Ich hatte sehr viel Spaß in der letzten Stunde und ich hoffe, es ging euch genauso. Ja, so, danke für die Einladung. Genau, vielen Dank. Gerne, gerne. Und ich danke natürlich auch euch ZuhörerInnen da draußen ganz herzlich, dass ihr dabei wart und uns durch den letzten Podcast für heute begleitet habt. Genießt die letzten Sessions der Tolino Story Days und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.